So, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction auf KuchenTV Uncut. Ja, Schürke hat gestern wieder gestreamt, hat gestern wieder sehr viel Müll erzählt, um ihr aber keine Möglichkeit zu geben, das irgendwie entfernen zu lassen, weil sie gesagt hat, dass sie jetzt wohl härter dagegen vorgeht. Haben wir hier das erste offizielle Schürke-Hörbuch! Woo! Geil, Digga. Und vielen lieben Dank übrigens an Schürke, Digga, die Rolex hast du bezahlt quasi. Dankeschön, Digga, die ist echt nice, Alter. Das ist ein Weihnachtsgeschenk an mich selber, aber ich bin letztes Jahr geholt. Dankeschön. Ne? Monte holt sich GLS-Raten, ich hol mir Uhren, ist nice. Vielen lieben Dank, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und das Beste ist, ich kann sogar trotzdem meine Mitarbeiter bezahlen und meine Grafiker. Das ist einfach krass, oder? So, ja, wir gucken hier rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es angefangen hat. Ich gehe hier einfach mal rein. Stellt euch einfach Schürke vor, wie sie da sitzt und redet. Entweder ich mache das jetzt quasi so. Ich kann ansonsten auch gerne ein anderes Video im Hintergrund anmachen. Also, damit ihr einfach Bewegung habt. Mir ist egal, wie ihr das wollt. Kann der Chat entscheiden. Gibt es hier Abstimmungen? Nee, ne? Na, wir gucken lasst einfach uns, mal rein. Lasst uns einmal von A bis Z durcharbeiten, was ich alles gemacht habe. Und wenn euer Ratschlag nicht dabei ist, und wir bei dem, ein was ich schneller gemacht habe, dann dürft ihr ihn nennen. Wenn der Ratschlag dabei war, dann nennt ihn bitte nicht mehr, okay? Let's try. Also, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe die ersten 5, 6 Videos ignoriert. Weil mir alle gesagt haben, ignorierst, dann wird's besser. Ich habe 2 Videos gemacht auf KuchenTV Uncut. 2 Videos auf KuchenTV, ich glaube 2 auf Uncut. Und dann kam schon die Reaction auf das Kanzlei-WBS-Video. Dann wurde mir vorgeworfen, dass ich Volkan, es danke ignoriere. Für die 12 Euro. Ich darf es nicht ignorieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich erkläre euch, warum ich nicht mit KuchenTV sprechen möchte und habe deswegen eine alte Reaction gemacht zu einem alten Video von Solmecke, wo es um Verurteilungen von KuchenTV ging, wo ich erklärt habe... Es ging um eine Verurteilung, die nicht mal rechtens ist, also wir gehen ja gegen vor. Guckt mal, das ist einfach eine Art von Person, mit der möchte ich nicht persönlich interagieren. Das wusstest du vorher gar nicht, weil du hast selber gesagt, lol, das wusste ich ja gar nicht. Das macht das Ganze ja noch lustiger. Ist also schon wieder eine Lüge? Das war dann falsch, weil ich habe mich aus etwas aus der Vergangenheit bezogen. Das darf ich nicht machen und jetzt muss er natürlich Inhalte zu mir machen. Dann habe ich auf... Nein, guck mal, sie versteht nicht mal das. Es geht nicht darum, dass du auf alte Sachen von mir reagierst, was man definitiv auch kritisieren kann, weil das ist einfach ad hominem. So, ich meine, ich mache ein Kritikvideo zu dir, wo ich ganz normal sachlich über das Thema geredet habe, was ich an ihr nicht gut fand, in der Reaction. Und sie hat 2 Möglichkeiten. Entweder sie geht halt vernünftig darauf ein und sagt mir, warum mein Video vielleicht nicht gut ist. Kann ja sein, dass ich komplett gelogen habe da oder beziehungsweise falsche Ansichten vertreten habe. So, stattdessen reagiert sie halt auf ein uraltes Video. Selbst das wäre ja... Ja, es ist auch schon weird so, aber wenn du es dann wenigstens fair machst, wäre das halt was anderes. Aber auch da hat sie so viele falsche Aussagen gebracht, hat dauernd alles negativ reininterpretiert. Ja, ich habe auch Spaß gesagt, ja, ich kaufe meinen Anwält noch immer eine Suite, soll ja keiner sagen, ich kann es mir nicht leisten. Das hat die einfach ernst genommen. So, Gosskiddo, danke schön für Kuchen TV Uncut. So, als ob ich denen keine Villa in der Stadt kaufe, wenn die da eh 4-mal im Jahr hin müssen, so. Und, damit hat es ja dann quasi angefangen und da verstehe ich halt auch immer noch nicht, bis heute nicht, warum kannst du da nicht einfach auf meine normalen Kritikvideos reagieren, wo ich dir ja Kritik gegeben habe? Das wäre doch viel klüger, wenn du einfach darauf reagiert hättest. Du musst da ja nicht mal mit mir reden. Du hast ja auch nicht mit dem Parabelritter geredet, sondern einfach auf ihn reagiert. Ein Video auf ein einziges reagiert nach, ich glaube, 2 Monaten. Da waren schon 25 Videos, 20 Videos auf 2 unterschiedlichen YouTube-Channels von mir. Nee, da gab es genau 2 oder 4, ich glaube 4 Reactions. Ich glaube, wir haben 2 Teile über das Hogwarts Legacy-Ding gemacht zum Parabelritter, weil ich nicht konnte, weil ich meinen Sohn hatte in der Woche und dann konnte ich nicht so lange streamen. Ich glaube, da habe ich 2 Videos gemacht und dann habe ich 2 Videos auf KuchenTV hochgeladen, auch in 2 Parts. Und das dritte Video, das dritte eigenständige Video zu ihr, war dann schon das, wo sie über Kanzlei WBS auf Kanzlei WBS reagiert hat. Von ihm quasi zu mir gemacht. Da habe ich dann auf ein Video von A bis Z reagiert und das einmal eingeordnet und gesagt, das stimmt nicht, weil, das stimmt nicht. Aus dieser Reaction wurden 3 neue Videos bei KuchenTV. Natürlich wieder mit sie lügt. Nichts von dem bewiesen, wo ich lügen würde. Man sagt einfach 30 Mal hintereinander, sie lügt und sie ist toxisch. Nee, ich habe immer Clips eingeblendet und dir danach gesagt, warum das gelogen ist. Und wenn du dir die Videos im Stream angeguckt hättest,
Dann hättest du das vielleicht auch verstanden. Das ist übrigens genau das, was ich meinte mit lass uns doch einfach miteinander reden und die Sachen aus der Welt schaffen, weil dann wäre es ja wirklich gar kein Problem, dass ich ihr genau sagen kann, wo sie meiner Meinung nach gelogen hat und dann könnte man diese Sachen einfach aus der Welt schaffen. Dann schneidet man die Hälfte von den Aussagen, die sie gemacht hat, weg, nimmt die andere Hälfte auch noch raus, legt nochmal eigene Aussagen drüber und dann habe ich gesagt, ja. Okay, ich merke, es bringt nichts, also habe ich es 5 Monate ignoriert. Und dann hieß es, ignoriere, du musst es nur ignorieren. Wenn du es ignorierst, hört's auf. Naja, auf der TinCon hat sie auch wieder negativ über mich gesprochen gehabt, ne? Also, dass sie das jetzt wirklich so lange ignoriert hat, ist auch eigentlich falsch. 6 Monate, 7 Monate. Dann war ich dazwischen 6 Wochen gar Andrew, nicht live, danke für Kleinkick. Weil ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe und umgezogen bin. In der Zwischenzeit ging's weiter. Der nächste YouTuber. Ja, ich will nicht, dass sie das so irgendwie claimt oder so, deswegen hören wir das jetzt einfach. Der nächste YouTuber, dann gab es plötzlich TikTok-Accounts, die nur mit Inhalten zu mir entstehen. Ja gut, damit habe ich ja nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss rechtlich dagegen vorgehen, weil es bringt nichts. Dann wurde mein rechtliches dagegen vorgehen, mein rechtliches dagegen vorgehen war schon, bevor ich 6 Wochen weg war. Da wurde dann das gememt. Weil haha, jetzt versucht sie rechtlich dagegen vorzugehen. Lol, daraus machen wir auch Content. Und dann habe ich weiter ignoriert. Ja, die Abmahnung war aber auch absoluter Mist. Da hat sie übrigens halt komplett den Upper-Red-Move gemacht. Sie hat mich ja abgemahnt für, ich darf nicht mehr sagen, dass sie toxisch ist. Ich darf nicht mehr sagen, dass sie hetzt. Ich darf nicht sagen, dass sie keine andere Meinung zulässt. Was lustigerweise alles freie Meinungsäußerungen sind, das hat der Kanzlei-WBS dazu ja auch ein Video gemacht, mein Anwalt hat das auch gesagt, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, wo ich das alles gezeigt habe und deswegen ist sie auch bisher nicht weiter dagegen vorgegangen. Sie hat ja dann ihren Anwalt verloren, weil das waren auch Anwälte, die glaube ich Skurrus mal vertreten haben und weil es dann hier dieses Konfliktpotenzial gibt, ne, dass man quasi gegen den einen vorgeht, obwohl der auch in der Kanzlei ist, musste sie den Anwalt tauschen. Der andere Anwalt hat dann einen kurzen Brief geschrieben und das war's. Und das Ganze ist jetzt ja so 6 Monate her ungefähr. Also das wäre schon lange vor Gericht gegangen. Also sie ist einfach nicht weiter Interessenskonflikt. Genau, sie ist einfach nicht weiter dagegen vorgegangen. Da stelle ich mir dann die Frage, warum du mir überhaupt diese Abmahnung geschickt hast. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, ne, und dafür auch danke für die ganzen Unterstützungen hier, ne, mit Spenden und Mitgliedschaften und so. Ich mache jetzt eine negative Feststellungsklage, weil das Punkte sind, wo ich zu 100% gewinne. Und ich glaube, sie braucht jetzt einfach mal wieder... Ich glaube, mal ein Richter oder eine Richterin muss ihr mal erklären, dass sie mir sowas nicht verbieten kann. Vielleicht sieht sie dann ja Dinge ein. Deswegen gehen wir jetzt vor Gericht gegen sie mit einer negativen Feststellungsklage. Das heißt, ich greife jetzt quasi gerichtlich diese Abmahnung an, damit halt festgestellt wird, nein, ich darf das sagen, damit sie mich dafür halt nicht abmahnen kann. Und dafür muss sie dann natürlich zahlen, ne? Also meine Anwälte, die Gerichtskosten und so. Und das ist schon zu 100% safe, ne? Und jetzt, vor 8 Tagen, habe ich da entschieden, darüber zu reden. Und jetzt ist die Narrative, ja, aber sie redet ja auch die ganze Zeit darüber. Guck mal, sie hat den ganzen 3-stündigen Stream darüber gemacht, wie es ihr geht. Da müssen wir wieder 30 Videos dazu machen. Ja, weil du wieder sehr viele Lügen über uns verbreitet hast und Dinge aus dem Zusammenhang reißt. Ja, Shoyoka, dann reagieren wir darauf. Okay, ich bin bereit für eure Vorschläge. Hallo Diesling. Claimen. Das wäre der nächste Vorschlag. Der nächste Vorschlag wäre zu sagen, ich claim einfach alle Videos. Was glaubt ihr, wie dann das Internet brennt, wenn Shoyoka auch noch ihre Videos claimt? Ja, wäre ja auch lächerlich. Weißt du, guck mal, so das Ding ist, wenn sie jetzt Videos claim lässt, ja, wenn sie einfach ein Game zockt und ich restream das und lade das hoch, wenn sie das claimt, würde ich sagen, okay, absolut in Ordnung. Die Videos entstehen ja aber nur, weil sie über uns redet. Also wir sind ja diejenigen, die halt wenigstens versuchen, in einen Diskurs zu gehen, indem wir halt auf ihre Aussagen eingehen und die halt richtig stellen. Wenn sie das dann claimt, also egal, ob sie jetzt mit claim meint, dass sie die Werbeeinnahmen bekommt oder dass sie die Videos strikt,
Das wäre halt absolut lächerlich von ihr. So, weil alles, was wir machen, ist ja einfach nur sachlich darauf einzugehen, was sie sagt. Und ich glaube, sie könnte da, also sie könnte einen Claim machen, dagegen könnte man aber auch rechtlich vorgehen und wahrscheinlich würde man da auch Recht bekommen. Ich habe da schon mal mit meinem Anwalt halt drüber geredet, vor allem, weil sie halt über uns redet und ja, man hat ja das Recht auf Gegenschlag und wenn sie quasi streamt, dann darf ich natürlich auch irgendwo darauf reagieren, weil es geht ja um mich. So, der Content wird ja um mich rum erzählt. Deswegen wäre das in Ordnung, da kann man auf jeden Fall auch was machen. Was wurde es dem Gericht nicht auf jeden Vorgehen? Das läuft immer noch, Leute. Nein, das läuft überhaupt nicht, Bruder. Du, seit 6 Monaten ist nichts gekommen. Bruder, in der Zeit war ich mit Isam vor Gericht, in der Zeit war ich gegen Abdel vor Gericht. In der Zeit, wir gehen mit Twitch vor Gericht wahrscheinlich nächste Woche schon. Und bei Shoyoka dauert das 6 Monate oder was? Auditore, dankeschön für die 12 Euro. Passiert nicht in 2 Monaten. Doch. Der Gerichtsprozess von Carina Pusch ging fast 3 Jahre. Was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr denn, wie lange das geht? So, das, sowas braucht Zeit. Na komm, ich glaube, wir gucken das einfach hier mit Video. Vorschlag, glaub, die Situation ist so verhärtet zwischen allen Parteien. Wie wäre es mit einer neutralen Person, die sozusagen die Verhandlung führt? Meinst du so wie die öffentlich-rechtlichen Journalisten, die dazu... Und direkt wieder Whataboutismus. Nee, das können wir ja gar nicht mit einer neutralen Person machen, weil guck mal, wie die über die Journalisten reden. Pressebeiträge gemacht haben, als Journalisten, die Expertinnen eingeladen haben zu Hass im Netz und Verleumdungskampagnen und Fake News, die jetzt von der Gegenseite alle als gekauft habe ich 11 Monate gehört. Zum Glück habe ich hier kein Bier. Betitelt werden. Meinst du so eine neutrale Stimme wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Nee, sie hat schon recht. Ich kann das super nutzen, wenn sie das jetzt hier claimen würde. Are you fucking kidding me? Geht die Kamera noch? Hallo. Es werden Expertinnen auf Twitter bedroht, die meine Situation einordnen. Und sich dazu positionieren. Sowohl die Expertin, die bei FM4 was geäußert hat, als auch die, die beim Standard was gesagt hat, werden einfach geflutet mit Hass auf Social Media. Ja, guck mal, weil das Ding ist, die Leute versuchen, also machen keine fairen Artikel. Es ist nun mal einfach so. Also guck mal, das Ding ist, ich bin so fair zu sagen, ja, okay, es gibt bestimmt auch Sachen, wo ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe. Das will ich gar nicht verneinen. So, bestimmt gibt's irgendwie mal einen Spruch oder sowas, der vielleicht nicht hätte sein müssen, wo man vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ne, gar keine Frage. Aber diese Artikel sind super einseitig geschrieben. Es werden so viele Fakten und Aussagen einfach weggelassen, weil diese Journalisten sich gar nicht damit befassen. Ich würde das als Journalist auch nicht machen. Ich meine, Shoyoka sagt selber, es gibt 240 relevante Videos gegen sie. Das bedeutet, dass Journalisten, wenn sie denn wirklich journalistisch arbeiten, sich, um sich ein Bild zu machen, mal mindestens 30 oder 40 Videos davon angucken müssten, damit die überhaupt mitkriegen, was da überhaupt los ist. So, das sind dann halt Leute, die einfach nur sehen, wow, Shoyoka hat mal was über Hogwarts Legacy gesagt, seitdem geht, kriegt die immer Videos ab, ja, nee, das ist schon eine Hetzkampagne auf jeden Fall. Also, die arbeiten nicht journalistisch. Selbst wenn ein Journalist am Ende zu dem Ergebnis kommen würde, okay, das ist trotzdem übertrieben, was Shoyoka gerade passiert, was ja komplett in Ordnung ist, Bernd, danke für Kleincake, ne, wo ich niemanden voranmache, das wäre eine Meinung, die man von mir aus vertreten kann. Lassen Sie trotzdem in jedem Artikel jeden Fehler und alles, was Shoyoka macht, jede Lüge, jede falsche Aussage, jede Hetzerei komplett weg und sagen immer nur, ja, aber guck mal, die machen die ganze Zeit Videos. So, das ist halt absolut einseitig. Und ja, das ist journalistisch da nicht gut gearbeitet. Und ja, man muss auch dazu sagen, fairerweise, dass zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung hat das Ganze ja mit Gamergate verglichen. Der Typ, der den Artikel geschrieben hat, ist cool mit Freiraum Reh, weil die haben auch schon gemeinsame Projekte und gemeinsame Videos oder Streams gemacht. Natürlich liegt es dann sehr nahe, dass die keinen neutralen Bericht machen, wo sie beide Seiten beleuchten, sondern wenn der Experte mit einer Partei cool ist, nachweislich mit der Partei cool ist, dann kann man davon ausgehen, dass die auch ein bisschen besser gesprochen wird. Weil sie die Sachen eingeordnet haben. Ich kenne diese Frauen nicht. So.
Ich verstehe auch nicht so genau, warum von mir konstant verlangt wird, dass ich mich mit meinen Tätern zusammensetzen soll. So, also was verstehen Menschen denn nicht? Ich bin mit den Leuten nicht befreundet. Ich habe mit denen noch nie was zu tun gehabt. Ich habe auch nie mit ihnen irgendwie interagiert. Es haben einfach ein Dutzend Menschen haben entschieden, dass sie anfangen wollen, auf meinem Rücken Geld zu verdienen, weil sie damit Geld verdienen können. Und haben angefangen, eine Diffamierungskampagne und eine Hasskampagne gegen mich zu starten, in denen sie über 11 Monate Unwahrheiten und Lügen über mich verbreitet haben und Framing reproduziert haben. Ja, dann könntest du uns dieses Framing und diese Lügen ja eigentlich mal zeigen, oder nicht? So, ihr müsst euch, lasst euch das mal bitte durch den Kopf gehen. Sie könnte jederzeit einfach sagen, okay, hier ist eine Lüge, hier ist eine Halbwahrheit, hier war Framing. Stattdessen bringt sie immer den gleichen Satz, ja nee, die sind alle antifeministisch. Sie, also, und genau deswegen, Shoyoka, wollen wir, oder ich, oder sagen wir mal anders, würde ich mich freuen, wenn du beispielsweise auf ein Video von mir reagierst, weil dann könntest du mir genau sagen, guck mal, die Aussage ist falsch, weil, und dann halt sagen, warum die falsch ist. Stattdessen setzt sie sich in den Streams, reißt alles aus dem Zusammenhang und sagt dann, ja nee, die lügen ja die ganze Zeit eh in ihren Videos. Also, ihr müsst euch das auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ja wirklich schon einige Videos über Shoyoka gemacht. Sagen wir mal über Shoyoka selber auf KuchenTV, so 10, 15 Stück ungefähr, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Also, wo wirklich sie das Thema ist, nicht Kürtsche und Dara und so. Hansi, danke für die 2,49 €. Wenn ich in diesen Videos durchgehend lüge und falsche Aussagen bringe, wie kann es denn dann sein, dass nicht ein einziges gutes Kritikvideo über meine Videos online gekommen ist? Oder nicht eine gute Reaction? Selbst daran, Kürtsche und wie sie alle heißen, die ja versucht haben, dich zu verteidigen, haben ja auch einfach nur Müll erzählt. Hallihallo, Dankeschön für Kleincake. So, und das Ding ist, auch bei meiner Community, wenn ich Fehler mache, oder wenn die Community das Gefühl hat, dass ich Fehler mache, dann zeigen die mir das auch. Das beste Beispiel ist das Leroy-Video, was ich hochgeladen habe beispielsweise. So, das hat auch, glaube ich, 20% Dislikes oder so, obwohl ich mich da trotzdem noch in Recht sehe, gerade nachdem Sascha und der Parabelritter da auch sehr gute Videos gemacht haben. So, das heißt, meine Community ist halt niemand oder sind nicht Leute, die mir blind hinterherlaufen, sondern die schon irgendwo auch selber darüber nachdenken. So, und bei einem Leroy kannst du mir auch nicht sagen, dass das kein Framing war, denn im Vorfeld habe ich auch schon 4 oder 5 Videos über den gemacht, wo ich ihn die ganze Zeit kritisiert habe. Also meine Leute waren schon quasi sensibilisiert dafür, Leroy auch eher kritisch zu sehen, und trotzdem waren da viele Leute anderer Meinung als ich. Und jetzt wird mir gesagt, ich soll mit ihnen ein Gespräch gehen, um worüber genau zu sprechen. So. What the hell, worüber denn? Worüber könnte man nur sprechen? Da wird mir jetzt auch nichts einfallen eigentlich, ne? Ist ja auch alles cool. Wir sind ja alle alles chillig, Digga. Worüber genau soll ich denn sprechen? Keine Ahnung. Ja, genau, Kritiker, auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall alles Kritiker. Hast du die Kommentare vorhin gelesen, die ich gehört, die ich vorgelesen habe? So. Was ist denn eigentlich Carina Pusch? Und was ist da los? Carina Pusch hat nach 3 Jahren ein Gerichtsurteil, also eine InfluencerInnen eingemischt, so wie auch jetzt und wie passiert ist. Okay, weil ich wollte das Carina-Thema überspringen. Und als sie damals gesagt hat, was passiert ist, haben sich sämtliche InfluencerInnen eingemischt, so wie auch jetzt und wie bei jedem anderen Drama. Und auch sie wurde dazu genötigt, in Gespräche zu gehen, und sie soll das klären und sollte in irgendwelchen Livestreams sitzen mit irgendeinem Simon Unge und irgendwelchen anderen YouTubern. Genötigt. Bruder, ich blicke das nicht. Warum ist denn alles immer für sie direkt Nötigung? Bruder, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gewesen ist, aber bei Unge hat gelivestreamt, ich glaube mit ApoRed, ich glaube sogar, dass sie irgendwie im Chat war oder so. Und die haben dann auf jeden Fall mal zu dritt gestreamt, das weiß ich noch, mit ApoRed und sie, das weiß ich. Aber wenn man jemanden mal fragt, ob man dazukommen möchte, um seine Geschichte zu erzählen, das hat nicht immer was mit Nötigung zu tun. Guck mal, sie sagt immer, dass wir ja so krasses Framing betreiben, aber sie selber nutzt ein negatives Schlagwort nach dem anderen, um uns irgendwie negativ darstellen zu können.
So, das muss man sich mal überlegen. Bei mir und Phoebe war es ja das Gleiche. Da heißt es auch plötzlich, ja, der hat Phoebe dazu genötigt, den Namen zu sagen, weil ich in den Tweet auch Spaß geschrieben habe, gib mir den Namen, ich beende seine Karriere. Digga, das ist halt, also ich blick das nicht wirklich. Das ist Framing, das ist Manipulation, was da gemacht wird. Und es war einfach nur unangenehm. Es war einfach nur unangenehm und nur scheiße. Es wurde einfach nur relativiert, es wurde einfach nur verharmlost. Es hat sich die Community eingemischt, das haben sich InfluencerInnen eingemischt. Und letztendlich war die Leidtragende, wer hätte das gedacht, die Frauen, die betroffen waren. Und jetzt nach 3 Jahren Gerichtsprozess ist die ganze Scheiße durch. Das Gericht hat festgestellt, sie hat nicht gelogen, obwohl ihr YouTuber in Livestreams vor 20.000 Leuten gesagt haben, oh, das klingt aber nicht so realistisch, du bist schon sehr emotional. So, und die das weiß ich gar nicht, ist das so passiert? Die gleichen Leute, die... Unge hat sich sehr neutral verhalten, meine ich. Jetzt auf Carina Pushs YouTube-Video reagieren, sagen mir, rede doch mit den Leuten. Und ich denke mir, du willst mich verarschen. So, wir haben gerade jetzt einen Fall von einer Influencerin, die... Ah ja. Also bei Carina, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, ich habe nicht mal Videos gegen Carina gemacht, davon mal jetzt abgesehen. Ich glaube, ich habe mich da sehr neutral zu geäußert, ist allerdings auch schon 2 Jahre her. Lultu, danke für Kleincake. Also... Weil ein Unge vor 2 Jahren sie in den Stream genötigt hat, da reinzukommen, kann sie jetzt nicht mit mir darüber reden. Vor allem geht es ja nicht mal nur um die Skurrus-Sache. Scheiß mal auf die Skurrus-Sache, die betrifft mich ja nicht. Das klärt das mal unter euch so. Aber es geht ja um die ganzen Aussagen, die wir so gegenseitig gedroppt haben. Und da kannst du doch jetzt nicht sagen, ja, aber bei soll ich mit Leuten reden, die bei Carina neutral gewesen sind? Also die literally in ihrem Video gesagt hat, dass diese ganzen Gespräche nichts gebracht haben und für sie nur Scheiße waren. Und die Leute lernen nichts daraus und gehen einfach zur nächsten Person, die Opfer einer Hetzkampagne ist, und sagen, rede mit den Leuten. So. Are you kidding me? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber... Und es sind auch da wieder... Du hast gesagt, man sollte Upred nicht verurteilen, bevor es ein Gericht sagt, aber du glaubst auch, er war es. Ah ja, siehst du? Teilweise. Ja. Also ist das nicht mal ein Grund, weil ich sogar dem Opfer mehr geglaubt habe, ist das nicht mal ein Grund, nicht mit mir ins Gespräch zu gehen, aber das ist halt wieder unsere tolle Show-Yoga. Die gleichen Influencer in, quasi Teil von der Hetzkampagne gewesen, ne? Also... Die gleichen Leute, die sich auf mich drauf stürzen, die sich auf sie drauf gestürzt haben, die sich auch davor auf 5 andere drauf gestürzt haben. Und ich habe mich nie auf Carina gestürzt. Auch nächstes Jahr auf 5 weitere drauf. Also ich weiß selber nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich meine auch, dass ich sehr neutral gewesen bin. Ich habe mich nie auf Carina gestürzt, ich habe auch nie ein Video gegen Carina hochgeladen. Ich habe Carina auch gegen dieses Rassismus-Ding und so weiter verteidigt, das weiß ich auf jeden Fall. Und guck, Shoyoka, du wirst es hier wahrscheinlich gerade sehen, weil du machst heute wieder einen schönen Herr-der-Ringe-Tag. Das zum Beispiel ist nachweislich gelogen. Es ist nachweislich gelogen, dass ich irgendwas Krasses gegen Carina gemacht habe oder dass ich auf sie draufgehauen habe. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, über den man reden kann, weil du weißt gar nicht, was ich gesagt habe. Das hat wahrscheinlich, also ich weiß nicht genau, Carina hat mich in dem Video erwähnt, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber ich bin da einfach neutral geblieben. Du hast dich selber wieder mal nicht informiert, sondern gehst einfach vom Negativen aus, weil es dich auch nicht interessiert, was ich wirklich gesagt habe oder auf welcher Seite ich stand. Das ist dir komplett egal. So, es geht einfach nur darum, mich hier auch wieder negativ zu framen. Und dann kannst du mir doch nicht sagen, dass ich Hassstreams mache, oder dass es eine antifeministische Hetzkampagne ist, wenn du hier innerhalb von 10 Minuten im Stream 50 Lügen über mich raushaust. Stürzen werden. So. So, ich kann übrigens aber nur bis 16 Uhr streamen, ich muss da mein Cake News machen. Die ersten Lügen über diesen Stream erzählt. Natürlich. Natürlich werden auf Twitter die nächsten Lügen über diesen Stream erzählt. Natürlich. Und es geht genau weiter. Es geht genau so weiter. Und es wird nicht aufhören, bis die Plattformen reagieren. Es wird nicht aufhören, bis die Plattformen reagieren. So, es ist einfach, es ist der Wahnsinn. Ja, und du müsstest gesperrt werden. Und schon ist die Community hier. Es geht so lang, wie weiter, wie du... Ja, guck, und da muss man ja wirklich einfach mal sagen, also sie ist da wirklich so krass verblendet. Danke, The Music, für die 2 Euro. Da muss man ja wirklich sagen, dass sie so krass verblendet ist, dass sie gerade lügt, nachweislich lügt, das kann ich dann auch in meinem Video beweisen, und dann sagt, ja, es wird erst aufhören, wenn die anderen gesperrt sind. Weitermachst, was denn genau? Atmen, weil ich es wage, nach 11 Monaten zu sagen, hey, es reicht irgendwann mal? Nee, du sagst nicht, es reicht irgendwann mal, sondern du wirfst uns 30 falsche Dinge vor. Und es werden schon wieder die Communities auf mich gehetzt. Und es geht schon wieder von vorne los.
Natürlich. Weil wie kann ich es wagen, was zu sagen? Und dann darf ich im Standard morgen wieder lesen, oh, sie hat polemisch reagiert. Ja, das mit Phoebe müsste hier ja irgendwo drin sein. Es ist so ätzend. Es ist so ätzend, wie keine Verantwortung dafür übernommen wird. Es ist so fucking ätzend. Dass Plattformen einfach keine Verantwortung dafür übernehmen und du einfach dem ausgesetzt bist, bis Gerichtsverfahren durch sind. So. Und das braucht halt 2, 3 Jahre. Vielleicht auch mal 4. Mal gucken. Nein, Digga, das ist so eine Lüge. Digga, das ist so falsch. Das gibt's einfach gar nicht. Also jetzt mal wirklich, das ist so verdammt falsch. Das ist unfassbar, Alter. Du bist nicht, also zeig mir bitte, Shoyoka, ich meine, ich will hier jetzt nicht wieder eine Lüge vorwerfen, so, aber dann zeig mir doch bitte, dass du tatsächlich weiter mit deiner Abmahnung vor Gericht gehen möchtest. Weil normalerweise, und das habe ich bei anderen Verfahren ja schon mitbekommen, das geht wirklich schnell. Zivilrechtlich geht das schnell. Strafrechtlich brauchst du ja lange, zivilrechtlich geht deutlich schneller. Normalerweise in die erste Instanz. So, vor 6 Monaten, ein halbes Jahr, hast du unsere Einlassung bekommen. Also unser Brief, dass wir das nicht annehmen und warum wir es nicht annehmen. Und seitdem ist von Shoyokas Anwälten nichts mehr gekommen und die haben auch keine Klage vor Gericht eingereicht. So, das dauert keine 6 Monate. Ihr müsst mir überlegen, in der Zeit war ich schon gegen Isam vor Gericht, ich war gegen Abdel vor Gericht, diese ganzen ABK-Sachen gingen auch deutlich schneller. Das heißt, entweder du hast einfach einen absolut verpeilten Anwalt, der keine Ahnung von seinem Job hat, kann ja auch sein, oder du bist dagegen nicht vorgegangen. Aber zeig es uns gerne. Mich würde es wirklich interessieren so. Manche von den Influencern sind ja bekannt dafür in die zweite und dritte Instanz. Der Clip, den sie gepostet hat zu Phoebe, kam später im Stream, als die geteilte SMS es zeigt. Sie manipuliert ohne Ende. Achso, ist keine SMS, Instagram-Nachricht. Ich weiß nicht, ob das mit Phoebe schon gekommen ist, weil das würde ich gerne sehen. Ich weiß halt nicht, wo die das gesagt hat, ne? Kann auch sein, dass das schon vorher passiert ist. Mario, dankeschön für die 2 Euro. Aber wir machen jetzt hier den Move. Wobei, na, der Stream ist nicht von Anfang an aufgenommen worden, ne? Ah, verdammt, sonst hätte ich gucken können, wann mir das geschickt wurde und wann sie online gekommen ist. Wollen wir mal ausprobieren, bei wie vielen Influencern dieser Stream auftaucht, wenn ich die VODs lösche? Und wie viele gegen TOS verstoßen, wenn sie entscheiden, auf diesen Stream zu reacten? Wollen wir das mal ausprobieren? Wir können ja mitzählen. Können Wetten aufstellen. Das wirklich Terms of Service, das weiß ich, weiß nicht genau, was da drin steht, aber ich sag mal, es ist auch vollkommen egal, weil guck mal, selbst wenn es gegen die Terms of Service ist, Shoyoka manipuliert hier wieder absolut ekelhaft. Ich meine, nehmen wir mal an, ich wäre nicht auf Twitch gebannt und würde jetzt auf dieses VOD reagieren. Möchte mir eine Shoyoka jetzt sagen, dass sie es, also dass sie das wirklich schlimm findet, wenn sie wieder über mich redet, dass ich dann nicht das Recht darauf habe, auf ihren Stream zu reagieren, um die Sachen nach meinem besten Wissen richtig zu stellen. Jetzt vollkommen egal, wer Recht hat oder nicht. So, sie nimmt mir damit ja quasi einfach die Möglichkeit, darauf einzugehen. Sie lügt in einem Stream, oder sagen wir nicht mal lügen, okay? Sagen wir einfach, sie redet in einem Stream über uns stundenlang, löscht das VOD und sagt dann, ja, mal gucken, wer jetzt dagegen verstößt, wenn er das Ganze richtig stellen möchte. Wie, also jetzt mal so ganz ehrlich, wie ekelhaft ist das bitte? Wie ekelhaft ist das bitte, dass du uns dann quasi jetzt damit angreifen möchtest, ja, ihr dürft aber gar nicht darauf reagieren. Warum möchtest du uns dann die Möglichkeit geben, frei unsere Meinung zu äußern zu dem, was du gesagt hast? Nur weil du das VOD löscht, heißt es ja nicht, dass du diese Sachen nicht gesagt hast. Das heißt, entweder steh dazu, was du gesagt hast und lass es online, oder du hast keinen Bock mehr darauf, dann rede gar nicht über uns. Was ist das? Lady Nugget. Und dann schreibe ich am Montag den Twitch-Mitarbeiter wieder und sage, hey, guck mal, da sind 4 Accounts, die gegen TOS widersprechen. Hey, wollt ihr euch das mal anschauen? Hast du das schon reported? Ja. Ja, es ist leichter, da was zu machen, wenn es reported ist. Ja, habe ich schon gemacht. Ich schick's dir nochmal hier gesammelt. Guck mal, in dem Stream wurde ich als Fotze bezeichnet. Hey, das ist TOS. Guck mal, die reden über mich. Und wann habe ich sie denn als F beleidigt? Nutte.
Haben wir auch nicht gemacht. Auch das ist wieder aus dem Zusammenhang gezogen. Hey, guck mal, in dem Stream wird darüber gesprochen, dass ich mal ganz dringend gefickt werden muss. Hey. Das hat also ich, das ist halt das Ding, so weißt du, sind halt viele Influencer. Also ich habe diese ganzen Dinge nicht gesagt. Hey, das ist Toss. Ja, ich geb's mal weiter. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche. Hey, guck mal, kannst du dich erinnern, ich habe dir vor einer Woche da was durchgegeben. Ich habe noch 20 andere Fälle von Toss. Hast du den ersten Fall eigentlich schon mal bearbeitet? Ja, ich habe es weitergegeben. Ja, guck mal, der hat mich schon wieder Fotze genannt. Ja gut, ich war das auf jeden Fall nicht. Ich ja. Hab das, hast du da schon reportet? Ja, die Opferrollfähigkeit ja. Ist wirklich... Ja, du musst das reporten. Ja, ich weiß. Ich habe es dir nochmal gesammelt und geschickt. Guck mal, das ist Beleidigung. Das ist strafrechtlich relevant. Ja, ich gebe es mal intern weiter. Okay, cool. Ein Tag, zwei Tage, ein Monat, zwei Monate. Hey, kannst du dich erinnern? Ich habe dir vor 2 Monaten, habe ich dir mal da was geschickt von einem Influencer. Sie hat übrigens, also wie gesagt, hat sie in einem Stream zu meinem Sohn dein fucking Kind gesagt und sie hat mich auch mal Kacklappen genannt. Weißt du, das ist halt auch so geil, so dass sie sich immer darüber beschwert, die haben Fotze gesagt. Wer auch immer das gewesen sein soll, ich war es auf jeden Fall nicht. Aber gleichzeitig darf sie dein fucking Kind sagen und Kacklappen ist natürlich auch in Ordnung. Weil das sind zum Glück ja keine Beleidigungen. So, also Shoyoka ist wirklich so hart in ihrer Opferrolle, dass sie so doppelmoralisch unterwegs ist. Sie selber ist doch kein Stück besser. Influencer, der mich als Fotze bezeichnet hat. Kam da schon mal was rum? Ja, nee, ich hab's weitergegeben. Ah, okay. Ja, guck mal, da sind noch mal 4 Streams. Das ist Toss. Hast du- so, wir machen jetzt übrigens Folgendes. Ich muss kurz auf Toilette. Damit ihr aber trotzdem cool... Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier back to the business. Wir reagieren heute auf... Was so, immer noch so ich gehe kurz auf Toilette, aber einfach nur, dass jetzt hier nicht einfach der Shoyoka-Stream läuft, mache ich das, weil ich bin gleich wieder da. Der hat nämlich ein Video über Papa Platte gemacht, der verbreitet wieder Schwachsinn über Skurros und da gehen wir natürlich rein, meine Freunde. Mit dem langweiligsten Intro der Welt. Papa Platte hat wohl wieder über mich geredet. Gucken wir doch einfach mal, was der gute Herr gesagt hat. Oh, ich muss bestimmt mit meiner Kamera rüber, oder? Warum sollte man Leute nicht kritisieren dürfen? Ach, das, lol. Nee, das finde ich ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Ich finde, es gibt eine. Da habe ich ja ein Video zugemacht. Realcrafter, dankeschön. Dieses. I don't know, Bro. Ich. I don't know, Mann. Ich ahne das einfach irgendwie nicht, Bro. Das ist so. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, Alter. Ich. Also von der Scheiße, die er redet, also Cosplay vom Reden ist auf jeden Fall Shoyoka und vom Aussehen ist sein Cosplay scheinbar auch Shoyoka. Ich habe einfach irgendwie immer das... Und wenn er sagt, I don't know, dann halt auch die Fresse. Das ist vielleicht mal eine Möglichkeit, indem man sich dann auch aus einer Sache raushält, wenn man keine Ahnung hat, ne? Er ist aber sauer. Mit Absicht Dinge überspitzen ist, damit man dann noch 3 Videos extra draus machen kann. Die Dinge zu kritisieren ist nicht verkehrt. Wenn Dinge nicht cool sind, dann ist es cool, wenn Leute das kritisieren. Was denn jetzt, hä? Aber so Content, der nur daraus besteht, dass andere Leute Beef haben, ist most of the time Turbo-Cringe einfach. Most of the time Turbo-Cringe? Ja, ich weiß jetzt, ich habe dazu ja sogar schon ein Video gemacht und ich habe ja auch schon drauf reagiert. Ja, ich kann halt die Aussagen von Papa Platte bis hierhin tatsächlich halt nachvollziehen, muss ich sagen, ne? So, ich meine, wenn er das halt, also wenn er das cringe findet, dann ist es ja absolut legitim. Noch online, so, dann finde ich das halt nicht weiter schlimm. So, ne? Ich sag mal, so ein Content, wie jetzt dann beispielsweise endlich ausmachen, da richtig reagieren. Ja. Ja, ich kann da nichts machen. Ja, meld das nochmal, ich gebe das weiter. Okay, cool. Schön, dass sie öffentlich die Plattforming zugibt auch, ne? Also, um das mal festzuhalten, Shoyoka darf Lügen über uns verbreiten, aber wenn wir dann darauf eingehen, sachlich. Ah, wieso werden die nicht gesperrt? Ist auch cool. Ist richtig cool. Ist richtig schön, macht richtig Spaß. Was heißt Toss? Das heißt, dass es gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitch verstößt. So. Also gegen die Terms of Service. Also ich würde gerne noch zu 3:35 kommen. Ich weiß nicht, ob sie hier irgendwas Spannendes sagt. Och, Digga, das ist ja hier auch schwierig. Sagt sie auch irgendwo mal was? Hallo? KrümelTV wurde ja von Twitter entsperrt. Warum denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn weder gesperrt, noch habe ich ihn entsperrt. Frag Hol dir eine Twitter. Windel. Nee, das ist nur bei Frauen geil. Digga, was ist mit dieser Community los? Wirklich, was ist mit dieser Community los? Das kannst du niemandem erzählen. Haha! Er wurde gesperrt, Shoyoka ist schuld. Oh Moment, seine eigenen Leute sagen, es war nicht Shoyoka. Doch, Shoyoka ist schuld.
Shoyoka ist schuld. Er wurde entsperrt. Guck mal, Shoyoka, er wurde entsperrt. Naja, also, ich meine, guck mal, Shoyoka ist natürlich nicht schuld daran, wenn ich von irgendeiner Plattform gesperrt werde, ne? Oder beziehungsweise sie ist nicht diejenige, die auf Sperren drückt. Das ist uns allen schon klar. Aber guck mal, Shoyoka, du hast doch selber zugegeben, dass du Massenreports auf Twitch gegen mich rausgehauen hast. So, und das klingt schon so, oder sie hat ja sogar gesagt, irgendwie 20 Mal oder öfter. Das heißt, du hast effektiv daran gearbeitet, mich zu deplatformen. Natürlich bist du nicht schuld daran, also du hast nicht auf Bann gedrückt. Du saßt nicht bei Twitch und hast gesagt, ja okay, der muss jetzt gesperrt werden. Aber du hast dich effektiv monatelang dafür eingesetzt, dass genau das passiert. Und damit bist du für mich dann auch mitverantwortlich. So, bei Twitter weiß ich natürlich nicht, ob sie mich jetzt gemeldet hat. Sie hat aber auch sehr vieles über mich geteilt, wo irgendwelche alten Clips und so weiter wieder hochgeholt worden sind, was auch wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass viele aus deiner Community mich gemeldet haben. Und ja, du bist natürlich nicht der Grund für meine Sperre, aber du bist halt schon mitschuldig, weil du alles dafür getan hast, dass Leute mich überall reporten, in der Hoffnung, dass ich gesperrt werde. So, ich zum Beispiel mach das gar nicht. Ich habe noch nie gesagt, meldet irgendwas. Selbst bei dem Stream oder an anderen Streams, wo du gelogen hast. Ich habe noch nicht ein einziges Mal dein Stream wegen irgendwas gemeldet, weil ich der Meinung bin, wir haben einfach eine Auseinandersetzung. Da muss man sich nun mal auch einiges gefallen lassen. Ich muss mir dann gefallen lassen, dass du die ganze Zeit über mich lügst. Und du musst dir gefallen lassen, dass ich vielleicht ein paar überspitzte Aussagen treffe. Und dann ist das halt in Ordnung. Okay. Cool. Freut mich für ihn. Nacht gemacht mit dem ganzen Subs, die ich im Sabaton verdient habe. Weil ich bin jetzt richtig reich. Und damit habe ich mir Elmos Twitter gekauft. Bezos verheiratet. Und deswegen konnte ich KonTV auch auf Twitch bauen lassen. Ja, endlich. Ich gestehe. Ich gestehe meine Schandtaten. Wenn ich mit so viel Scheiß auseinandersetzen muss, Twitch-Streamen aufhören möchte, weil Menschen meine politische Meinung und meine politische Lautstärke silenzen wollen. Ja. Ganz genau, es geht uns darum, dich politisch zu silenzen, weil das war auch echt hart, was du gedroppt hast, immer mit 1000 Zuschauern. Also die hat ja politisch wirklich die komplette Welt verändert. Also wenn ihr euch mal Deutschland anguckt, vor Shoyoka-Streams und seit den Shoyoka-Streams, Digga, wir mussten einfach. So ganz ehrlich, also ich sag mal, klar, wir alle mögen die AfD nicht, aber wenn ihr 300.000 Euro bekommt, dafür 240 Videos gegen Shoyoka zu erstellen, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, also das nimmt man mal mit so nebenbei auf schwarz, ja. Das war übrigens nur ein Joke. Wenn ich mir anschaue, wie krass jede Influencerin und jeder Influencer angegangen wurde, die sich mit mir solidarisiert haben, und wenn anschaue, wie krass beschissen dieses Jahr für Queere und insbesondere Trans-InfluencerInnen auf Twitch war und was sie für krassem Hass und was für einer krassen Hetze ausgesetzt waren, möchte ich nicht in so einer Situation zum Streamen aufhören und dann den Raum verlassen mit, hey, guckt mal, wenn man 11 Monate lang eine Hass- und Desinformations- und Lügenkampagne gegen eine Influencerin fährt, dann wird man sie los, weil ich Angst habe, dass ich ein Präzedenzbeispiel dafür werde, wie sie dann alle loswerden. Also nur mal ganz kurz, weil ich glaube, das hat Shoyoka auch nicht richtig verstanden. Also jetzt mal ganz kurz, richtig krassen Real Talk, ja, ich will dich überhaupt nicht loswerden. Also das Beste, was mir passieren kann, ist ja, wenn du weitermachst. Also jetzt mal so Real Talk. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass du weiter in Streams solchen Bullshit laberst, von vorne bis hinten, weil das für mich einfach komplett kostenloser Content ist. Ich möchte gar nicht, dass du aufhörst, wirklich nicht. Ich will dich auch nicht brechen oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass du weiter deine Videos machst, beziehungsweise deine Streams, damit ich Content habe und dir weiter deine Doppelmoral vorhalten kann. Und das kann auch gerne noch weitere 11 Monate gehen. Damit habe ich gar kein Problem. Also ich will, dass du weitermachst. Mir ist auch deine politische Meinung, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also juck mich nicht, Digga. Da machst du auch wie Freiraumrede. Da mach doch einfach deine politische Arbeit. Ich mache meine Cake News gegen andere Leute und dann sind wir doch alle glücklich. Ich verstehe das Problem nicht. Ich will keinen Bock haben. Und gerade mit der offiziellen Ankündigung, dass das Ziel ist, mich vollständig zu brechen, habe ich einfach Angst davor, was manche InfluencerInnen machen, wenn sie nicht mehr mich haben, auf den sie drauftreten, weil sie auch in der Vergangenheit auf andere Leute, aber nur InfluencerInnen, draufgetreten sind. Und das, ich bin ja nicht der erste Fall. So, es ist ja nicht so, dass KuchenTV sich mich jetzt ausgesucht hätte und davor keine Probleme mit anderen InfluencerInnen gehabt hat, sondern wenn ich mir das anschaue, ich habe ja da überhaupt dadurch erst mitbekommen, was der sonst für Inhalte macht. Seine Community redet ja von der Shoyoka-Ark nach irgendwelchen anderen Arcs, die es davor gab. Und für sie ist es halt einfach eine Content-Arc. Also momentan machen wir diese Person fertig.
so lange, wie es halt irgendwie geht. Und wenn wir sie fertig gemacht haben, dann machen wir die nächste Person fertig. Also ich sag mal ganz ehrlich, die, also 11 Monate lang Videos zu einer Person gab es vorher, glaube ich, nur ein einziges Mal, soweit ich weiß. Und das war gegen ABK, wo das so lange ging. Macht man sich da nicht selber irgendwie mal Gedanken oder so, dass man sich sagt, okay, warum eigentlich so lange gegen mich? Warum nicht gegen andere Leute? Es gibt ja noch genügend andere Influencer. Und ich sehe es halt nicht ein, klein beizugeben bei Leuten, dessen Inhalt daraus besteht, andere Menschen so lange fertig zu machen, bis sie sich halt zurückziehen. Weil das auf diese Art und Weise einfach nicht aufhören wird. Und ich kann nicht anders als drüber nachdenken. Ich möchte nicht verantworten, wie eine Person, die dann nach mir als nächstes Opfer ist, mit dem du umgehen musst, was ich die letzten 11 Monate durchlebt habe. Möchte ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Wenn ich mir anschaue, wie krass mich Dinge emotional fertig gemacht haben die letzten 11 Monate, dann würde ich mir selber das nicht verzeihen, wenn ich gehe und mich silenzen lasse und weiß, nach mir ist einfach die nächste Person dran. Und da geht das von vorne los. Und deswegen fand ich... Ja, weil das schon immer ein Jahr ging bei allen. Wir haben jedes Jahr eine andere Person. Digga, die sieht sie auch als Heldin, ne? Ist ja auch so schockierend. Junge, jetzt packt sie sich nicht mehr in die Hauptrolle, sondern jetzt stellt sie sich als Held dar. Zu sehen, wie viele Videos zu wie vielen Influencern KuchenTV eigentlich so gemacht hat in den letzten Jahren. Und wie immer alle anderen schuld sind. Alle anderen lügen, alle anderen hetzen. Es ist immer der arme Tim. Ja, aber ich kann es ja auch beweisen. Also ich weiß nicht, bei Sascha ist es das Gleiche. Bei Just Nero ist es das Gleiche, bei Alpha Kevin ist es das Gleiche. Der hat nie was falsch gemacht, alle anderen sind immer so... Naja, also ich habe mich schon sehr oft entschuldigt tatsächlich. Meinen zu ihm. Und alle anderen haben ihn sperren lassen und alle anderen sind verantwortlich dafür, dass er entmonetarisiert wurde. Und wenn man sich seine ganz alten Videos anschaut, dann hatte auch der Staatsanwalt was gegen ihn. Hat er auch, offensichtlich. Und auch die das könnte ich dir zum Beispiel im Gespräch alles erklären. Schöffenrichter hatten was gegen ihn und alle sind immer schuld und alle anderen und es geht jedes Mal von vorne los. Und es war... Naja. Also ich sag mal so, bei dieser Volksverhetzungssache sieht momentan alles danach aus, dass ich freigesprochen werde. Und spätestens das wäre ja der Beweis, dass der Staatsanwalt was gegen mich hätte, weil wenn der 5 Instanzen durchzieht gefühlt und ich am Ende freigesprochen werde, dann ist das schon ein Statement auf jeden Fall. War für mich so schockierend zu sehen, dass wenn ich mir Videos zu anderen InfluencerInnen anschaue und ich mir nicht das Titelbild anschaue und den Namen ausblende, weiß ich nicht, ob er über mich redet oder über irgendwen anderen. Weil er über alle InfluencerInnen in der gleichen Art und Weise spricht, je nachdem, wen er sich gerade als Content-Maschinerie rausgesucht hat, weil er keinen anderen Content hat, außer über andere Menschen zu reden. Shoyoka hat in den letzten 3 Streams 8 Stunden über andere geredet und sagt jetzt, ja, ich habe keinen anderen Content. Okay. Und ich bin quasi jetzt gerade der Hauptcontent. Und nächstes Jahr ist es entweder immer noch ich oder halt die nächste Person. So. Ja, ich berichte halt über aktuelle Themen. Also, keine Ahnung. Deine tollen Zeitschriften, die dich verteidigen, haben auch keine eigenen Themen für sich selber, sondern berichten auch nur über das, was passiert. Also, wenn du mich so kritisierst, dann müsstest du genauso, keine Ahnung, der Standard kritisieren oder auch deine Wiener Zeitung, weil die ja auch alle über andere Themen berichten, die gerade passieren. Und ich mach genau das Gleiche. So, Bro, was ist das für ein Punkt, Alter? Es ist halt absolutely pain. Es ist absolutely pain und es ist absolutely ätzend. Und es ist halt total ätzend, dass er auch einfach öffentlich kommuniziert hat, dass sein Ziel darin bestand, dass Monte wieder auf ihn reagiert. Und Monte hat sich halt die Anti-Shoyoka-Sachen angeschaut. Also hat er mehr Anti-Shoyoka-Sachen gemacht, weil dann hat sein Habibi Monte auf ihn reagiert und das bringt... Das ist nachweislich übrigens auch eine Lüge. Nur so nebenbei. Seitdem Monte auf mich reagiert, sind nicht mehr Videos gekommen. Es gab ein... Oder vielleicht sind sogar mehr Videos gekommen, aber das lag daran, dass es halt mehr Content gab. Wo Monte übrigens auch nicht auf jedes Video reagiert hat. Und Monte hat auch nicht angefangen mit Shoyoka-Videos. Die Shoyoka-Videos kamen schon 4 Monate oder 3 Monate vorher. Das erste Video, wo Monte drauf reagiert hat, war, glaube ich, das über Mois und danach das über Manuelsen. Und Monte hat fast alle Videos von mir geguckt, die hochgeladen worden sind. Also ich würde sagen, so 90-95% meiner Videos hat er tatsächlich geguckt. Nur so nebenbei. Also auch das ist einfach wieder nachweislich gelogen. Aber wir sind diejenigen, die eine Desinformationskampagne machen, ne? Und Reichweite und mehr Geld. Also machen wir nur noch Shoyoka-Sachen. Weil das schaut Monte. Geil. So. Und das memt er dann auch noch. Das memt er dann auch noch auf Twitter. Und die Zuschauer gehen hin und sagen, ja, aber du wirst so krass kritisiert. Leute, es gibt Videos von mir auf KuchenTVs Channel, wo mein Gesicht drauf ist und mein Name ist im Titel und dann redet er 15 Minuten über 2 andere Personen und blendet zum Ende hin einen Kommentar von mir, das ich auf Twitter gemacht habe, zu einem anderen Thema, nur damit er das Video Shoyoka nennen kann. Das weiß ich gar nicht. Und Leute sind so, ja, du musst nur aufhören, Pia, dann hört er auf. Womit denn? Es ist halt absolutely stupid. So, es ist absolutely fucking stupid.
Und ich sehe es halt nicht ein. Und ich bin mittlerweile, ich bin so dann, ich habe die letzten 11 Monate, habe ich halt gesagt, ich warte, bis wir das vor Gericht klären. Ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe mich einfach nur treten lassen, ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendwie dagegen vorzugehen. Und hab's einfach nur... Ja, ich weiß es nicht, aber guck, das sind zum Beispiel Dinge, die man im Gespräch klären kann. Kann schon sein, ich weiß nicht, wann das sein soll. Ich bin dann damit, ich hab keinen Bock mehr drauf. Wir machen jetzt Dokumentation auf Twitter und wir machen dann Dokumentation auf YouTube und wir werden das einordnen und ich werde alles, was Presse von mir haben möchte, dokumentiert. Oh mein Gott, das ist ja nur geil, Digga. Das werden so geile Monate für mich. An die Presse geben, ist gar kein Problem. Und wenn die Plattformen nicht reagieren wollen, dann werde ich die Sachen an die Presse geben. Er kann ja seine Dokumentation auch an die Presse geben, wenn er sich über zu einseitige Dokumentationen beschwert. Ist ja kein Problem. Wenn es so viele Dinge gibt, die ich gemacht habe, die so problematisch sind, dann soll es ja gar kein Problem sein, das an die Öffentlich-Rechtlichen zu geben. Dann soll er mal die ganzen Clips einfach rausschicken, wo ich gelogen habe und soll das einfach einmal belegen, soll das einmal alles zusammensammeln. Bruder, das mache ich seit 11 Monaten. Ich ordne das seit 11 Monaten ein und es ist dir egal. Und einreichen. Und was soll ich von der Presse? Es ist mir doch sowas von egal. Bruder, ich mache einfach Videos. Was soll ich da mit der Presse, Alter? Junge, ich kann mich selber verteidigen. Ich bin super gespannt, was auf jeden Fall kommt. Auf jeden Fall super gespannt. Wir haben Sachen gesucht. Aber wenn er das nicht macht, dann soll er halt damit leben, dass wir die Sachen jetzt gesammelt haben. Ich musste sie sammeln für einen Gerichtsprozess. Und wisst ihr, wie scheiße das ist? Für den Gerichtsprozess 250 Videos zusammen sammeln und transkribieren zu müssen? Ja, man hätte einfach die Videos reagieren können. Das ist, by the way, nur so on the fly, ist das eine Taktik, ne? Also es ist eine juristische Taktik, Fading, die Gegenseite mit so viel Scheiße zuzumüllen, dass du nicht mehr dahinterher kommst, auf Dinge zu reagieren, weil du so krass zugemüllt wirst mit Scheiße, dass du noch nicht mal fertig damit bist, die ersten Schreiben fertig zu machen und 10 neue Videos draußen sind. Ich glaube das nicht, Digga. Ich glaube nicht, dass sie das gerade wirklich gesagt hat. Also sie geht jetzt einfach davon aus, dass wir so viele Videos machen, damit sie nicht hinterherkommt, uns also rechtlich dagegen vorzugehen. Und sie hat ja angeblich schon 10 Schreiben fertig. Als ich die erste, die fragen die Leute die ganze Zeit, ja, warum, wann kommt denn was? Von dem Zeitpunkt, wo ich meine Unterlassungserklärung an ihn geschickt habe, zu dem Zeitpunkt, wo sie bei ihm angekommen sind, sind 10 Videos entstanden. Ich hätte quasi schon zu dem Zeitpunkt wieder 10 neue Files losschicken müssen, um es anzupassen an alles, was danach gekommen ist, weil das in so einer Masse produziert wird, dass du halt als einzelne Person gar nicht hinterherkommst. Du kommst nicht hinterher, die Sachen zu schauen. Und dann sagen Leute immer, du musst nur auf Kritik reagieren. Auf welches der Videos? Ich habe noch einen Job. Ich weiß nicht, wann ich auf alles reagieren soll. Ich habe irgendwie noch einen Job, so. Es ist halt, Bruder, du streamst, dann streamst. Du kannst doch deinen Job damit verbinden, hä? Halt absolute Katastrophe, so. Und wenn ich mir anschaue, ne, nur um mal einen Vergleich zu machen, Carina Pusch sagt in ihrem Video, sie hatte 16 Stunden Videomaterial von ApoRed, das sie gegenchecken musste. Das hat 3 Jahre gedauert. Wollen wir mal gegenrechnen, wie viele Stunden Videomaterial ich durcharbeiten muss? Hä, du siehst müde aus, Pia. Lol, sie ist so müde. Ha, was ein Meme. Ja, warum wohl? Warum wohl? Haha, guck mal. Wir machen eine Hass- und Hetzkampagne gegen eine Person. 11 Monate lang zu 10. Die Hälfte von uns alleine hat mehr Reichweite, mehr Geld, mehr wirtschaftliche Möglichkeiten als sie. Wir hauen alle gemeinsam rauf. Der eine geht live mit einem Livestream, dann geht der off, raidet den nächsten, der live geht und weitermacht. Wir haben eine Dauerbeschallung von 14 Stunden Content auf Shoyoka Nacken, weil wir sind geile Bros und es ist natürlich keine Kampagne. Reagier doch einfach mal, Shoyoka. Ey, Junge, das ist so anstrengend, Digga, es ist wirklich so fucking anstrengend, ne? Also, was sie meint, ist, glaube ich, dass Gurus mich 1 oder 2 Mal geradet hat, wo er vorher selber nicht mal auf Shoyoka reagiert hat. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich einmal Tobias hochgeradet habe, ich glaube nach den 7-Stunden-Livestream oder so. Und sonst haben wir uns untereinander nie geradet. Auch Monte und so hat nie einen von uns geradet und wir haben auch nie Monte geradet.
Ich check's nicht, Digga. Also ich check's wieder nicht, Digga. Hab ich hier Schweißflecken? Digga, Junge, warum schwitze ich denn immer so? Ich check das nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich. Ich weiß nicht, auf welchen Teil von den 10 Influencern, dessen gesamte Auto... Und wann 14 Stunden? Ich meine, vor allem darfst du nicht vergessen, ich meine, sie streamt doch selber stundenlang über uns. Ich meine, in diesem 7-Stunden-Livestream hat sie 3,5 Stunden über uns geredet, hat die ganze Zeit Lügen verbreitet und da beschwert sie sich, wenn man die gleiche Zeit, also wir haben uns ja 3,5 Stunden Shoyoka angeguckt und der Stream ging 7 Stunden. Das heißt, wir haben genauso lange geredet wie sie. Aber wenn wir 3,5 Stunden über sie reden, dann ist es ganz schlimm, aber wenn sie das über uns macht, ist es wieder okay oder was? Ja, Marto, danke für Kleingeld. Und Häuser und Mitarbeiter und Freundinnen, die ich offensichtlich finanziere. So, es ist der Wahnsinn. So. Es ist so pervers. Es ist so fucking pervers, wie du halt einfach gelähmt wirst, weil du in der Masse an Mängeln, also wirklich diese Masse an Videos, die über dir zusammengeschüttet wird, du bekommst ja nicht mehr hinterher, die Sachen zu schauen. Keine Möglichkeit mehr. Und dann kommen so Sachen wie, Pia, solange du über Queer-Content redest, wirst du Reaktionen erhalten und du wunderst dich, warum. Tut mir leid, dass ich als queere Person über meine Lebensrealität spreche. Dann ist das jetzt offensichtlich die Begründung. Keiner redet davon, aber... Und weil ich queer bin darum, und über queere davon, Rechte spreche, davon. Muss ich damit rechnen, dass Leute mir Vergewaltigung androhen und dass Videos und Fotos von mir in Rape-Foren auf Reddit geteilt werden. Danke dafür. Opferrolle. Auch wenn es nicht cool ist, aber es hat jetzt nichts damit zu tun. Es ist ein super krasses System. Und gerade weil das System so krass funktioniert, ist es für mich halt wichtig, dass ich nicht backoffe, sondern dass wir das einmal von A bis Z aufarbeiten, weil Plattformen Systeme brauchen, um Menschen zu schützen. Uns vor Shoyoka zum Beispiel. Wir brauchen einfach einen Mechanismus, wie Plattformen Menschen davor schützen, dass ihnen das passiert, was mir gerade passiert, und wir haben nichts. Warum auch? Und da können wir froh sein, dass wir in Deutschland leben, dass man halt genau sowas machen darf. So, zum Beispiel, warum sollte YouTube jetzt meine Kuchen-Talk sperren? Wo ich ganz sachlich und vernünftig einfach nur auf die Videos oder auf die Streams von Shoyoka eingehe, wo sie halt über mich geredet hat beispielsweise. Ich meine, guck dir mal einen Mimi an, der ja auch schon sehr weit gegangen ist in den Entschuldigungen teilweise. Auch der wird nicht gestrikt. Meinungsfreiheit ist immer nur so lange cool, bis andere davon profitieren, wenn sie Kritik gegen einen selber posten, Shoyoka, ne? Sie wird unter anderem auch dafür kritisiert, dass sie andere Meinungen nicht akzeptiert. Welche Meinung habe ich nicht akzeptiert? Okay, das ist das Hauptargument. Welche Meinung habe ich nicht akzeptiert? Wie geht das überhaupt? Also wie kann denn ich als Privatperson in meinem eigenen Stream was Schlimmes gemacht haben, wie andere Meinungen nicht kritisieren? Andere Meinungen nicht hinnehmen, nicht akzeptieren. Also was genau habe ich denn nicht akzeptiert? Welchen Teil denn genau? Sag mir was Konkretes. Dass Gronkh-Jackie Rowling egal ist, hast du nicht akzeptiert. Ich bin immer noch nicht Teil der Gronkh-Debatte gewesen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und nur weil man es 30 Mal wiederholt wird, ist Hogwarts nicht Legacy, richtig. Ja, safe. Ich habe mich erst Wochen nach der Gronkh-Debatte dazu geäußert. Wochen danach. Ich war auch vor Monaten schon in einem Gespräch mit dem Management von Gronkh und es wurde alles geklärt. Gut, was habe ich noch nicht akzeptiert? Welche Meinung habe ich nicht akzeptiert? Ich möchte mal ganz kurz was machen, damit der Standard nächstes Mal auf jeden Fall einen Grund hat, über Polemik zu schreiben. Genau. Was mein Woman for Trump Take war? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil ihr meinen Woman for Trump Take woher kennt? Aus einem Kuchen-TV-Video. Was fehlt bei einem Kuchen-TV-Video? Kontext. Was ist Kontext? Kuchen-TV braucht keinen Kontext. Kuchen-TV schreibt sich seine eigene Lore. Für Kuchen-TV sind Fakten und Wahrheiten und Kontext und andere Dinge einfach das, was er gerade braucht für sein Video. Ist ja wie bei dir im Stream hier. Mein Woman for Trump Beispiel war ein Beispiel, um zu beschreiben, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, teilweise auch Dinge wählen, die für ihre eigene Diskriminierung verantwortlich sind. Ja. Hogwarts Legacy ist nämlich für die Diskriminierung dieser Transperson verantwortlich,
die im Hogwarts Legacy die im Harry Potter Universum Schutz gefunden hat, beziehungsweise eine Zuflucht von kompletter Diskriminierung, von Selbstmordgedanken, die eventuell gar nicht mehr auf diesem Planeten wäre, wenn sie vielleicht dieses Franchise gar nicht gehabt hätte. Und der erzählst du dann, ja, du kriegst deine eigene Diskriminierung nicht mit. Was auch immer Hogwarts Legacy mit Transfeindlichkeit zu tun hat, ne, selbst wenn es J.K. Rowling ist, ändert das ja nichts daran, dass das Spiel nicht transfeindlich ist. Und wenn dir eine Person sagt, mir hat das Spiel super viel geholfen und du sagst, ja, das ist aber Woman for Trump, dann nimmst du diese Person halt einfach nicht ernst. Also, als Beispiel, Woman for Trump. Trump ist ein Sexist, Trump ist antifeministisch, gegen Trump gibt es offene Vergewaltigungsvorwürfe, Vorwürfe, ganz vorsichtig. Trump hat literally Dinge gesagt wie grab them by the pussy und es gibt Frauen, die sich T-Shirts ausgedruckt haben, auf denen steht grab them by the pussy und damit sind sie zu Trump-Veranstaltungen gegangen, um Trump zu wählen. Und in meinem gesamten KG, Stream habe ich gesagt, hey, Woman for Trump ist ein Beispiel dafür, dass Frauen nicht immer brainwashed von ihren Partnern sind, dass sie nicht nie irgendwie was sagen können, sondern dass es auch Frauen gibt, die einfach ganz bewusst, ganz gezielt einen Politiker wählen, der sich frauenfeindlich verhält, weil sie ihn wählen wollen. Und dass wir das nicht verkennen dürfen und dass wir nicht sagen dürfen, dass alle Frauen, die das tun, automatisch dumm sind oder sonst was, aber dass es kein besonderes Phänomen ist, dass diskriminierte Menschen auch Menschen wählen, die ihre eigene Diskriminierung weiter fördern. Das war der Take. Und jetzt erklär mir, wo das Problem an der Aussage ist. Dass du die Transperson trotzdem nicht ernst genommen hast, sondern sie lieber kritisiert hast, anstatt einfach zu akzeptieren, dass man das Spiel auch spielen kann, ohne von Diskriminierung. Also, dass man deswegen diskriminiert wird. Eigentlich, das hat jetzt halt nichts geändert. Nicht zugelassen. Ich hätte eigentlich noch gerne das mit meinem Sohn. Ja, genau darum geht es. Diese Person hat ihre Meinung gehabt und das ist völlig okay. Drin, so nach 12 Minuten, wo sie dann einmal nicht mich meint und sagt danach, ja, hä, ich hab den doch gar nicht gemeint, wie kommt denn der da drauf? So, der bezieht das einfach auf sich. Shoyoka, gewöhnlich gesehen, gewöhnlich gespielt, danke für Kleinkick. Weißt du, wie man verhindern kann, dass Leute Sachen falsch verstehen? Also, dass Leute Sachen auf sich beziehen, wenn du gar nicht über diese Person redest. Man sagt normalerweise einfach immer die Namen der Person, die man meint. Damit das gar nicht erst dazu kommt, dass man Dinge falsch verstehen kann. Nur so als kleiner Tipp nebenbei. Minuten drumherum geredet hat, obwohl es nicht um ihn ging? Was YouTube nicht entfernt hat, obwohl es gemeldet wurde? Ah, meinst da wollte ich so? Auch die Plattform Schlepper. Liftmusik angemacht habe. Ich find's auch richtig, richtig cool, dass wir die konstruktive Kritik beim Opfer suchen. Es ist schön, dass wir zumindest jetzt im Stream den Konsens gefunden haben mit KuchenTV sollte aufhören. Das freut mich sehr, dass wir nach dem Permaban von ihm auf Twitch den Konsens geschafft haben, dass er eine Hasskampagne steuert. Ah ja. Jetzt wäre es cool, vielleicht nochmal zu mobilisieren und nicht dem Opfer der Hasskampagne zu sagen, wie es sich verhalten soll, damit der Täter aufhört, sondern vielleicht dem Täter zu sagen, dass er aufhören soll und den Plattformen zu sagen, dass sie Konsequenzen ziehen sollen. Naja, Shoyoka, also wie gesagt, wir können gerne machen, du redest nicht mehr über mich und ich rede nicht mehr über dich. Dann ist die Sache doch geklärt. Da mache ich keine Videos mehr über dich, ich kann nicht mehr auf deine Streams reagieren, weil du sprichst ja nicht mehr über mich. Und ich mach keine Videos mehr über dich. Das kann ich dir gerne anbieten, so, das wäre gar kein Problem. Also, wir können das heute beenden. Nein, das eine Video muss noch kommen auf jeden Fall, aber danach können wir gerne aufhören. Gut, das Trinkspiel war unnötig. Unnötig. Okay. Okay. Naja, wenn es nur unnötig war. Ich meine, du musst mir überlegen, sie redet in den letzten 4 Streams durchgehend über mich. Ich glaube, 3 oder 4 Streams durchgehend über mich. Und sagt dann, ja, wir müssen jetzt endlich mal das hinkriegen, dass KuchenTV aufhört. Ich weiß nicht, Shoyoka. Ich weiß wirklich nicht, aber wäre es da nicht klug, mir nicht die ganze Zeit Content zu geben? Hat Twitch zwar anders gesehen und der Deutschlandfunk und der Standard und die Kleine Zeitung. Digga, die Kleine Zeitung, Alter, berichten über mein Glied oder was? Aber hey, was sind schon öffentlich-rechtliche Medien und Journalisten und Expertinnen? Oder die Amadee-Antonio-Stiftung, wenn man auch einfach in einem Reichweiten-Video dazu aufrufen kann, die Steuergelder für die Amadee-Antonio-Stiftung zu streichen. Ja, die es auch nicht verdient haben. Weil sie hat es gewagt, eine politische Einordnung zu machen. Die falsch ist und die haben auch noch andere falsche Dinge gemacht. Also setze ich mich als YouTuber mit Gottkomplex einfach hin und rufe meine Community dazu auf, die Gelder für eine Amadee-Antonio-Stiftung einzustellen.
Guck mal, sie behauptet einfach sowas, warum soll ich denn jetzt einen Gottkomplex haben? Also ich glaube, ich habe in der ganzen Thematik deutlich mehr Dinge eingesehen als du, also fühle ich mich ja offensichtlich nicht mal als Gott. Klar, Digga. Kann man halt mal machen. War das auch unnötig? Weiß ich nicht. Ach, ich liebe die Musik im Hintergrund. Ich muss schon wieder pinkeln, ne? Ich schwöre, man muss von Gönnergy so viel pinkeln, das ist unfassbar. Sheila, hast du seinen 100-Angriffspunkt genutzt oder nicht? Der hätte es hier. Ich habe in dem Stream gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sein Zeiger hat. Das finde ich. So. Jo, Freunde der nervigen Also, das hier ist das Video, wo es drin ist. Also, ihr habt es alle gehört, ja? Nur könnt ihr vielleicht einmal kurz Ja reinschreiben. Also, sie hat gesagt, dass sie nur behauptet hat, dass sie gesagt hat, dass mein Sohn nicht stolz auf mich ist. Das war alles. Einfach nur gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Sohn stolz auf mich ist. Wenn, wie beschreibt sie sich denn selber politisch? Okay, weil auch ein paar Mal immer wieder noch eine gewisse geistige Reife entwickelt. Und zwar folgendes. Und ich hoffe so sehr, dass dieser Mensch in seinem Leben irgendwann noch eine gewisse geistige Reife entwickelt. Und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein fucking Kind. In der Hoffnung, oh, zu laut. Dass wenn du als Kind von so jemandem hältst, und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein fucking Kind, in der Hoffnung, dass wenn du als Kind von so jemandem aufwachst, du nicht dann irgendwann mal mit dem YouTube-Channel von deinem Vater aufwachsen musst und mehr. Ja, ich hab doch leiser gedreht jetzt. Also ich weiß nicht, Shoyoka. Also für mich klang das jetzt nicht einfach danach, dass du gesagt hast, ich glaube nicht, dass dein Sohn stolz auf dich sein wird, sondern für mich klang das ehrlich gesagt so wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein fucking Kind stolz auf dich ist. Und für dich mag vielleicht sein, dass fucking einfach so ein Verstärkungswort oder sowas ist. Ich persönlich finde es nicht in Ordnung, zu einem Dreijährigen zu sagen, egal wer der Vater ist, dein fucking Kind. Das heißt, der Kritikpunkt war ja nicht mal, dass sie gesagt hat, dass mein Kind nicht stolz auf mich ist, was auch schon unnötig ist, da meine Familie mit reinzuziehen, ne, davon mal abgesehen, sondern es ging ja wirklich um dieses Wort fucking. Und in ihrem Stream lässt sie das komplett weg und sagt einfach nur, ja, ich hab nur gesagt, dass, ich hab doch nur gesagt, dass der Sohn nicht stolz auf ihn sein wird. Sie lässt das komplett weg, wofür sie überhaupt kritisiert worden ist, um ja keine Fehler einsehen zu müssen. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie ekelhaft das einfach ist. Ja, das ist der krasse Angriffspunkt, den ich gegeben habe. Okay, was noch? In meiner Situation habe ich mich auf den Clip bezogen und nicht auf die Nachricht im Chat. Ich habe nicht gesagt, dass das Händereichen das Klatschen ist, sondern... Doch, genauso hast du es in einem Tweet geschrieben. Ich habe den Clip. Also wenn sie das nicht meint, du machst einen Tweet, wo du die Nachricht reinschreibst und dazu postest, ja, willst du mich klatschen oder was? So, dann drück dich doch richtig aus oder poste direkt alles, anstatt dann irgendwie nur die Hälfte zu posten. Ich krieg jetzt irgendwie gerade den ISO-Wert nicht hin, weil es ein bisschen gepostet hat. Also den Clip, den ich gepostet habe, darauf bezogen. Immer noch. Ja, also wie gesagt, da hat sie einfach es anscheinend weggelassen, ne? Das Fucking ist dann doch nicht so wichtig gewesen. Aber wir sind diejenigen mit der Desinformationskampagne, ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Shoyoka würde nie lügen oder so. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Ich zeige euch einen Clip. Ich würde euch gerne einen Clip zeigen, warum, wenn Monte Dinge zu mir sagt, dass potenziell bei Menschen Stress... Boah, ich muss kurz auf Toilette, Alter, sorry. Ich mache jetzt nichts an, weil ich habe keinen Bock, wieder alles umzustellen. Ich beeile mich einfach.
Hallo. Ibims. Das auslösen könnte. So, das, was jetzt kommt, ist aber auch ziemlich wild. Nur ist die Frage, ob das mit Phoebe jetzt noch kommt. Ich würde das jetzt eigentlich gerne noch drin haben, aber ich kann halt wirklich nicht länger machen, weil ich muss dann wirklich los. That's the problem here. Der hat doch Bier getrunken. Ich hab extra falsche Gönnergy-Flaschen gemacht, wo Bier drin ist, damit ich mich besaufen kann, ohne dass ihr es mitbekommt. Ich trinke jeden Abend nur noch ein Bier, aber ein Wodka-Bier. Kennt ihr den Clip von Family Guy? Ich liebe den. Sehen, was anderes zeigen wollte. Also, warum es vielleicht Menschen stressen könnte, wenn Monte sich abschätzig gegenüber... Mach einfach länger, Diggi. Ja, das Problem ist, ich muss halt ja das Video noch komplett machen und ich muss hier spätestens 19 Uhr los. Ich muss auch noch meine Tasche packen Leuten und so. Äußert. Dass man eine gewisse Verantwortung hat, das mag sein. Okay, das möchte ich auch nicht absprechen. Beispielsweise, ich hatte das schon mal erzählt, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen schmunzeln muss, mir hat mir jemand eine Nachricht geschickt, dass er möchte, dass mein Hund Kylo Giftköder frisst und stirbt. Was absolut ekelhaft ist, ne? Also ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ist absolut ekelhaft, Haustieren irgendwas Schlimmes zu wünschen, geht absolut gar nicht, ist absolut disgusting, ist nicht der Punkt, um den es gerade geht. Like, no matter, wie groß das Problem ist, dass du mit einem Menschen hast, geh nicht auf die Haustiere von Menschen, es ist fucking disgusting, don't do this. Sein Problem war, dass sein Profil zwar nicht privat, nicht öffentlich war, aber sein Profil war, glaube ich, mit seinem echten Namen oder mit seinem Vornamen und einem echten Profilbild. Und das hat mich in dem Moment ein bisschen sauer gemacht, verständlicherweise, weil wenn man mir irgendwas was Schlechtes will oder so, das ist das eine, aber einem Tier wie Kylo, also einem Hund, irgendwie den Tod zu wünschen, fand ich sehr unpassend. Und dann habe ich von dem das Instagram-Profil bei mir in der Story geteilt. Dann hat er mir Nachrichten geschrieben, bla 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 bla, ja, war nicht so gemeint, war nur Spaß. Ich habe das dann ignoriert. Ich habe seine Nachrichten gesehen, habe es aber ignoriert. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich dann irgendwann die Story rausgelöscht habe oder sie drin gelassen habe. Ja, und so zwei Tage später oder so. Ich muss jetzt aufpassen, sonst kriege ich einen Shitstorm. Davon distanziere ich mich, ganz klar, was ich jetzt sage. Zwei Tage. Lacht aber halt trotzdem drüber. Später hat der Typ mir Bilder geschickt mit einer gebrochenen Nase, weil ihn Leute erkannt haben. Und ihm auf die Fresse gehauen haben, weil er Kylo den Tod gewünscht hat. Abstand von sowas, ne? Ganz klar. Distanziere ich mich von. Du hast auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise Verantwortung, okay? Seine Zuschauer zu instrumentalisieren um Gewalt oder Hetze oder... Ja, da haben wir auch schon drauf reagiert, ne? Davon distanziere ich mich auch. Gewalt ist generell unnötig. Sowas zu schreiben ist halt genauso unnötig, aber das mit Gewalt zu lösen macht es halt nicht besser, ne? Geht gar nicht. Aber dass diese ganze Idiotenbubble da rein interpretiert oder behauptet, jemand könnte jetzt eine Bombe basteln und die bei Shoyoka unterm Tanga verstecken, dass die in alle Himmelsrichtungen explodiert, ist sowas von dämlich. Da kracht's und pfeift's wirklich aus allen Löchern. Also, ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen. Er erwähnt einen Instagram-Account einmal in seiner Insta-Story mit dem Namen, ein einziges Mal. Und das führt dazu, dass die Person erkannt wird und ihr die Nase gebrochen wird. Macht aber parallel seit Monaten Content auf meinem Rücken, indem er über mich herzieht, mich diffamiert, mich ins Lächerliche zieht, mich als sonst was bezeichnet und seine Community gegen mich aufstachelt und sonst was. Und dann wundern sich Leute, dass ich kein Gespräch eingehen möchte und dass ich eingeschüchtert bin und dass ich in Clips potenziell Drohungen hineininterpretiere, wenn er auf der anderen Seite drüber lacht, dass jemandem die Nase gebrochen wurde, weil er den Account in seiner Insta-Story geteilt hat. Also das könnt ihr doch, like, are you fucking kidding me? Digga, das muss man sich wirklich mal überlegen. Natürlich hat er gesagt, dass er sich distanziert, während er gelacht hat. So wie er im gleichen Clip gesagt hat, haha, ich muss das jetzt aufpassen, halt, sonst kriege ich einen Shitstorm. So, das ist halt absurd. Wir reden über so ein Ungleichgewicht von Reichweiten, die darauf reagieren. Aber alles, was ich irgendwie sage, wird 300.000 Mal auf die Goldwaage gelegt. 300.000 Mal. Aber wenn einer der Dudes sagt, ich distanziere mich, dann ist alles okay. Alles, was davor gesagt wurde, alles, was danach gesagt wurde. Ja, aber dann distanzier dich doch mal. Du distanzierst dich ja nicht, sondern verteidigst immer alles. Getragen wurden. Es sind die zwei magischen Worte. Ja, also dazu, ich meine, sie stellt sich jetzt wieder in die Opferrolle und sagt quasi, ja, guck mal, ich lebe ja voll in Gefahr, weil von dem Typen wurde nur eine Story gepostet und der hat direkt aufs Maul bekommen. So, ich meine, du hast doch dem Hund nicht auf die Schnauze gehauen. Du hast dem Hund ja nicht den Tod gewünscht. Wie gesagt, ich distanziere mich komplett von Gewalt, auch wenn ihr Shoyoka privat trefft. Also jetzt halt irgendwie beim Einkaufen, lasst sie einfach in Ruhe. Geht auch nicht hin und sagt so, ha, lol, Kuchen-TV oder so. Lasst sie einfach in Ruhe. Sprecht sie bitte gar nicht an. Lasst sie einfach ihr Leben leben. Wir haben hier unsere Unterhaltung online. Wir machen ein paar Videos, ein paar Tweets. Wir gehen darauf ein, aber wirklich lasst sie in Real Life in Ruhe. Auch wenn ihr sie irgendwo beim Essen trefft oder sonst irgendwas, sprecht sie einfach nicht an. So, das ist absolut unnötig.
So, und trotzdem kannst du diese Sachen halt nicht miteinander vergleichen, weil Kylo den Tod zu wünschen, ist halt emotional auf einer ganz anderen Ebene, als sich halt ein bisschen über Shoyoka lustig zu machen oder ihr in einigen Punkten zu widersprechen. Danke, Alex, für Kleincake. Sie vergleicht es halt jetzt, um quasi zu sagen, ja, guck mal, mir kann das ja auch passieren. Wie viele Videos von Monte gibt es zu einem ApoRed, zu, keine Ahnung, zu Leroy, die auch kritisch gewesen sind, oder zu allen, also, ne, der hat ja, weiß nicht, zu Manuelsen, was weiß ich, und keiner von denen hat jemals, okay, gut, Manuelsen jetzt, der passiert, glaube ich, auch so nichts, aber so, es gab noch nie den Fall, dass durch Kritikvideos oder durch eine Reaction von Monte, durch eine normale Reaction von Monte, irgendjemandem irgendwas passiert ist. Das war dieser eine Fall, weil es ein emotionales Thema gewesen ist, wo er vielleicht auch die falschen Leute getroffen hat, wo man sagen muss, dass das gar nicht geht auch, gar keine Frage. So, aber das jetzt damit zu vergleichen, dass man ein paar Kritikvideos über dich macht und du dich deswegen nicht raustraust, ist wieder so eine dumme, so eine dumme Aussage. Marie, dankeschön für Kleinkind. Ich distanziere mich und so, es ist unfassbar. Und wenn die zwei Sätze fallen, dann ist plötzlich alles okay. So. Es ist halt, es ist so fucking ätzend. Es ist so fucking ätzend. Und dann wagt man es nach 11 Monaten, was zu sagen. Man wagt es nach 11 Monaten zu sagen, hey, die Situation ist echt absolut wild für mich. Und daraus entsteht ein 7 Stunden, ich betrinke mich mit meinen Freunden und mache mich drüber lustig Ding. Dann wird der Streamer dafür. Ja, das ist nämlich das Einzige, was passiert ist. Sie hat ja auch gar nicht gelogen oder so in dem Stream. Das ist das Schöne, ne? Gebannt. Und was passiert in den 8 Tagen, in denen ich nicht da bin? 10 andere Influencer reagieren drauf und memen's. Kein einziger kommt auf die Idee, hey, da wurde gerade jemand gebannt, weil eine Grenze überschritten wurde. Nö, wir gehen alle mit drauf. Stimmt, weil Twitch ja auch generell immer dafür bekannt ist, die richtige Entscheidung zu treffen bei solchen Bans. Das ist ja auch das Schöne. Wir memen das alle mit, weil es schmeckt, die Klicks schmecken. Kann ich meinen Mercedes, meinen AEG-Mercedes damit abbezahlen? Ist doch cool. Null. Aber hey, it's both sides. It's always both sides. Arrogant erklärt habe, dann bin ich schuld, weil Gronkh, obwohl ich bei der Debatte gar nicht Teil davon war, keiner, aber ich glaube, ich zähle es einfach nochmal auf, weil ich sage auch schon seit einem halben Jahr wie eine Schallplatte, dass ich nicht Teil davon war. Es gibt auch keinen Clip, keinen Beweis, kein gar nichts, das irgendwie aussagen würde, dass ich den Shitstorm losgetreten hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Ist auch allen völlig egal, dass ich mich erst Wochen danach geäußert habe. Auch das mit der Shitstorm-Aussage habe ich mittlerweile 20 Mal eingeordnet, aber hey, whatever. So, was haben wir noch? I'm ready. Was habe ich noch? Wo habe ich noch gelogen? Phoebes Thema bei 5 Stunden 27. Das ist eine seltsame Einstellung zur Reaktion von dir. Okay. Erkläre. 5 Stunden 27, 20. Hat sie das zweimal angesprochen? Oder einmal? Der Quell ist schon besprochen. Zweimal. Ist auch auf Twitter ein Thread mit einer kompletten Aufarbeitung. Okay, da gucken wir erstmal das. 5:20:12. 3:43:52, merkt sich das mal einer? Dem die Instagram, das Instagram-Profil bei mir in der Story geteilt. Dann hat er mir Nachrichten geschrieben, bla 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 bla. Ja, war nicht so gemeint, war nur Spaß. Ich habe das dann ignoriert. Hä? Ich habe seine Nachrichten. Ja, und so 2 Tage für den Shitstorm. Davon distanziere ich mich ganz 22. Klar, was ich jetzt sage. Zwei Tage später hat der Typ mir Bilder geschickt. Heute meinte 5:20:12. Mit einer gebrochenen Nase. Weil die Leute erkannt haben. Das ist doch gar nicht das. Also, Hetze, da ist denn, ist sowas. Also. Warum kommt das überhaupt nochmal, hä? Auf der einen Seite sagen wir, der Ton macht die Musik sehr aggressiv. Der Grund, warum wir Pia haten, ist, sie redet, dass ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, ist auch allen völlig egal. 3:43. Was habe ich? Aufarbeitung. Und auch in den Streams davor schon 4-mal. 3:43:52, das sehe doch gar nicht. Aber Leute, wer mich verarscht, wird gebannt. Dankeschön, Kario, für den Prime. Ich will das wirklich sehen. Nee, du greifst in deinen Streams oft andere Influencer an, zu Dingen, die sie eventuell mal falsch gemacht haben. Ist das nicht auch eine Art Hetze? Ein Impf zum Beispiel war vor 7 Jahren mal im Drachengame und hat sich seitdem weiterentwickelt, wird aber von dir weiter in die Schublade hat Inhalte zu mir bekommen. Zu machen. An. Ein Tobias Huch hat monatelang behauptet, ich wäre obsessiv mit ihm und ich habe erfahren, dass dieser Influencer existiert. Ist einfach fucking ätzend. So, gucken wir mal hier. Okay. Nächster Punkt. Wieder Twitter. Wie kommst du dazu, Aussagen, dass KuchenTV Phoebe genötigt hätte, den Namen zu verraten? Lies dir den Text nochmal durch und erklär bitte, wo die Nötigung stattgefunden hat. Auch darauf bin ich heute schon eingegangen. Okay, also noch einmal. Ich habe geäußert,
dass Influencer im Generellen Phoebe dazu genötigt hätten, einen Namen zu äußern. Phoebe hat mittlerweile gesagt, sie wurde nicht genötigt und da kann ich mich nicht drüber stellen. Das ist absolut fein. Wenn Phoebe sagt, sie wurde nicht genötigt, who am I, das irgendwie drüber zu stellen? Das ist völlig okay. Ja, aber warum behauptest du es dann überhaupt? Also sie behauptet einfach irgendwas, ohne überhaupt mit der Person gesprochen zu haben und sagt einfach, nein, die wurde auf jeden Fall genötigt. Obwohl Shoyoka ja selber sagt, dass, na gut, Nötigung ist glaube ich schon, ist das eine Straftat? Nötigung eigentlich schon, ne? Okay, wenn sie sagt, sie wurde nicht genötigt, dann waren meine Worte zu hart in der Formulierung. Ich habe nicht gesagt, yo, KuchenTV hat das und das gemacht. Aber könnt ihr nachvollziehen, dass wenn man seit 11 Monaten in der Situation sitzt, in der ich gerade bin, in der ein Hauptgrund, aber irgendwann hat sie was anderes noch gesagt, sie hat nochmal drüber geredet. Ein Belästigungsfall. Sie hat ja auch gesagt, dass sie schon drüber geredet hat. Ich weiß von aber der nicht Gamescom 2018 ist und dass dann die gleichen Influencer, die das zu ihrem Thema machen, dann unter einem aktuellen Gamescom-Fall drunter schreiben, hey, gib den Namen her und danach sagen, hey. Niemand hat gesagt, hey, gib den Namen her. Also auch das gibt sich schon wieder falsch wieder. War nur ein Witz, war ein Joke, wollte nur verarschen, dass das bei mir das Gefühl auslöst, dass jetzt andere weibliche Personen... Bruder, ich habe geschrieben, gib mir den Namen, ich beende seine Karriere. ...in eine ähnliche Situation hineingedrängt werden, wie ich hineingedrängt werde. Ist das nachvollziehbar, warum dieses Gefühl entsteht? Aber irgendwo hat sie, würdest du Entschuldigung noch annehmen, klar. Aber guck, das ist halt trotzdem wieder lächerlich, dass sie halt irgendwas wieder behauptet. Hauptsache gegen mich. Er hat doch im selben Tweet gesagt, dass er hinter ihr steht. Ja, und dann habe ich einen Clip gehabt, wo er sich drüber lustig macht. Suche ich euch raus. Gerne, kann ich machen, schreibe ich mir auf. Clip, wo KuchenTV sich drüber lustig macht, poste ich euch heute auf Twitter. Kein Ding. Hat sie nicht Punkt gemacht, glaube ich, ne? Daniel, dankeschön für die. Das ganze Framing an die Communities. Es wird von tausenden und abertausenden Kommentaren Nachrichten geredet. YouTube, Twitch etc. war noch nie ein netter, schöner Ort. Ich glaube, da sind wir uns einig. Allerdings sind das nicht nur die Communities von den beiden Vollhorsts. Deine verhetzt sich anderorts genau gleich und ich würde sagen, du unterstützt diese Leute auch nicht. Warum werden dann Actions der Community genommen, um auf die Streamer zu reflektieren? Okay, wir machen das, was wir heute schon mal gemacht haben. Wir machen es nochmal. Ich lese euch jetzt Kommentare von KuchenTVs Video vom 11.12. vor. Das Video hat den Titel Die ekelhaften Lügen und Hetze von Shoyoka, Kuchentags 907. Die Kommentare, die ich jetzt vorlese, sind Kommentare, die länger als 48 Stunden dort stehen geblieben sind. Es wurden auch Kommentare gelöscht, das heißt, es gab Moderation. Nein, es gab keine Moderation, es wurde nichts gelöscht. Und das sind Kommentare, die stehen geblieben sind, wo die Moderation sich entschieden hat, die lassen wir... Nein, Bruder, es wurde, sie behauptet es einfach. Sie behauptet einfach, dass es eine Moderation gegeben hat, obwohl das überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Ich kann nicht jede Kommentare lesen. Ich lese ein bisschen immer durch die Top-Kommentare. Meistens, das war's. Jo, Freunde, Bruder, und selbst wenn es moderiert worden ist, Bruder, da sind 2262 Kommentare unter diesem Video. Oh. Alex, danke für die 5 Euro. Es sind 2262 Kommentare. Selbst wenn das jemand moderiert... Möchtest du mir sagen, dass sich jemand die Mühe macht, 2262 Kommentare zu moderieren? Jeden Kommentar durchzulesen und dann zu entscheiden, ob der stehen bleiben soll oder nicht? Verstehen. Wir haben das alles dokumentiert. Ich habe die gesamten Screenshots auch auf Twitter gepostet. Wir haben Timestamps dazu. Vielleicht kann einer der Mods den Threads posten, da könnt ihr nochmal nachschauen. Ich lese ein Video. Wenn es nicht so ultrakrank wäre, was sie abzieht, würde ich fast behaupten, dass sie einfach nach Hilfe schreit. Irgendwer. So, ich muss jetzt aber los, meine Freunde, weil es ist 16 Uhr, ich muss wirklich mein Video machen, sonst kriege ich das heute hier nicht mehr hin. Aber, Digga, wie gesagt, Alter, das ist halt, ach, der ist es, ja, was soll ich euch sagen, Digga, die interpretiert da ständig irgendwas rein, die lügt, reißt Dinge aus dem Zusammenhang. Alleine das, was wir gesehen haben, ist alles schon wieder so lächerlich. 3:43 sollten wir uns merken, ja, aber wir gucken das, glaube ich, nächstes Mal nicht weiter, Digga, wirklich, das ist mir irgendwann auch zu anstrengend. Wir haben jetzt halt drauf reagiert, sind auf ein paar Punkte eingegangen, meine Kamera spinnt schon wieder rum. Ja, irgendwann, Digga, es ist wirklich, es ist anstrengend, es ist einfach anstrengend. Naja, gut, dann Madbro, dankeschön für Kleinkick. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, der Stream wird dann offline gestellt, wundert euch bitte nicht. Und dann sehen wir uns in